die Radikalkur gemacht? Als Mission? Sag nur, fängt mit H an. Hört mit Love auf. Hi, die Hi, what the fuck, Alter, was hi, ist mit euch? Warte, ich kann sogar ein Bar, Hi, deep is your love. Kennst du den Akzent badisch? Nein. Hab ich dir gerade gemacht? Das ist, klingt nicht schön. Warte, ich kann dir... Warte, ich kann dir... Meine Einladung ins nächste Spiel. Ja, chill. Alter, chill deine Nippel. Chill deine Basis, Alter. Was weiß ich, warte, ich bin dabei. Warte. Über 75 Millionen Deutsche können kein Badisch. Lerne Badisch. Echt? Das gibt's auch mit Österreich. Du kommst aus dem Osten. Du reißt die Belabberdudel. Was? Nee, hier. Oh, die, mein Sponsor von meinen Teamspeaks und so. Der ist. Du hast Sponsoren für TS? Ich auch, ich bin auf zwei Servern irgendwie aktiv und ja, brauch dafür nichts abzugeben. Ich finde das gut. Nee, aber der ist halt, kommt aus Baden-Baden und der hat echt geil in der Zeit. Musst du das mal singen hören, du. Oh, okay. Die böse Löw. Ach, wieso deine Version, ey, die ist aber auch nicht schlecht. Muss man echt mal sagen. Immer wenn du anfängst, ey, dann krieg ich sofort die Tränen in den Augen, ey. Diese Gefühle, die sprießen einfach nur. Oh, ich hab schon grad schon. Wo sind wir nur hier gelandet? How deep is your love? Like the ocean! Alter! Oh, ja. Na toll. Der lenkt mich ab, das ist nicht gut. Ey, yo, hä? Hab ich keine Gitarre in meinem Zimmer? Scheiße! Ne, ich hab zwei Stück hier stehen, aber das hilft dir ja wahrscheinlich nicht. Nimm ich die Bong einfach als Gitarre. Bis sie runterfällt, weißt du? Bis das Wasser rausläuft. Oh, die bist ja. Du musst doch dazu noch. Yo! Ich. Oh, jetzt geht's ab hier. Warte, hier ist sogar eine Karaoke-Version, du. Nicht? Das ist nicht. Müssen wir hier irgendwie hoch? Oder wo genau? Nee, Fluggerät holen. Ja, hast du mal was markiert, weil ich sehe nichts. Die ist abgehauen, die hat jetzt keinen Bock. Was? Och, ernsthaft. Alles kannst du umfahren, nur diese Dinger nicht. Hau die bisschen Löw. Frag das hier Lisma. Ihre Liebe. Hau die bisschen Löw. Oha, was geht denn jetzt kaputt? Alter, wo kommen die denn jetzt alle her? Komm, ja, ja, ich komme! Ich hab schon mal ein Fluggerät. Steig's aus, denkst nichts Böses, Alter, alles rot auf der Karte. Was ist? Ich grad noch. Erst mal gucken, welche Mission das hier ist. Eine Mission? Eine Mission zum Helikopter klauen. Oh! Ach man, was, das ist auch schon wieder leer. Oh Mann! Warum nur? Was hast du denn da? Das ist leer, das ist das Wasser? Ja, mein Wasser.
es hört sich jetzt... Wasser aus der Leitung. Alter, ich trinke nur Wasser. Den ganzen Tag. Wasser, Wasser, Wasser. Hin und wieder mal einen Tee natürlich, ne? Auch mein Kaffee. Warte mal, das Wasser kaufst du in den Flaschen oder was? Ja. Das ist das Dümmste, was man machen kann, aber... Warum? Ich sag mal, ja, weil das deutsche Wasser ist, also zwar nicht gerade gefiltert, aber also es ist schon ziemlich sauber. Was ist... Warte mal, jetzt, warte, das musst du jetzt nochmal erklären, weil jetzt bin ich raus. So, jetzt wird diskutiert. Das hat jemand erfunden, dass dieses Wasser zum Trinken in Flaschen. Ja, in Plastikflaschen ist nicht ganz so gesund, klar. Also das Glasflaschen ist besser, natürlich, logisch. Durch die ganzen Stoffe, die da sich noch aus dem Kunststoff lösen und alles. Das ist klar. Weichmacher. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, aber auch aus Glasflaschen brauchst du es nicht, es kommt doch aus der Leitung. Ja, aber da ist das gewisse Blub drinne. Nee, das kannst du auch mit so einem Wasserspuler. Wie war das noch in dieser einen Werbung? Irgendwie was mit Kisten schleppen oder so, ne? Kein Bock mehr auf Kisten schleppen? Ja, weil das liegt aber auch daran, ja, weil die Menschheit wird immer und immer fauler, ja, dann ist so ganz klar, dass dann einfach behauptet wird, ja, das ist natürlich dann das Beste. Nee, da wird ja nicht behauptet, dass das Beste ist, sondern nur, dass man nicht so viel schleppen braucht. Ja, wenn dir irgendeiner sagen würde, ja, komm hier, ich schlepp dir jedes Mal die Kisten nach Hause, ja, dann würdest du dir auch lieber halt die Kisten holen. Deines Ding außerdem, was man wie gefährlich diese Gaskartuschen sind oder was auch immer das für Kartuschen sind. Also ich habe schon miterlebt, live, wohlgemerkt, wenn so ein Ding hochgeht. Also da wollte ich nicht im Weg stehen, wirklich nicht. Wenn die Dinger, die schießen los, weil da ist ja ordentlich Druck hinter und dann... Panik machen. Nicht zwingend, also es kommt immer ganz drauf an, es kann immer mal ein Fehlprodukt dazwischen sein. Klar. Aber an für sich relativ sicher ist es doch. Hast du schon mal deine Mutti gefragt, ob du auch eins sein könntest? Was? Ein Fehlprodukt! Nein, ich bin ein Reagenzglasprodukt. Mein Mama hat mich lieb, meine Mami liebt mich. Ich bin ja auch ihr einzigster Sohn. Halt die Klappe! Oh ja, eine auf die. Halleluja, komm, mach das Ding fertig. Ich will, ne, hier fertig werden. Mag es nicht. Nächstes Mal suche ich mir ein Alter ohne Kind. Am besten noch eine, die Arbeit geht, damit ich die Alter! Ja, da bin ich konsequent. Konsequent, ah ja. Und sobald sie sagt, Schatz, komm im Bett, dann bist du direkt dabei, ne? Ja. Ja, siehst du? Aber da bist du konsequent, ne? Ja. Konsequent im Bett. Natürlich. Ja, komm hier, Wasserflaschenschlepper. Mach die Einschweißfolie um deine Nüsse weg, Gellus, und werd mal ein Mann. Einschweißfolie, brauch ich nicht. Leider nicht, hab einen Fetisch da drauf. Obwohl, warte mal, wie war das? Deine Frau war älter wie du? Ja, die alte, die ist älter. Ja, dann hat sie definitiv die Hosen an. So. Nein, das stimmt nicht. Lass da. Alter Junge! Lebensmüde! Das stimmt nicht. Ja, das ist. Ich bin hier Chef. Das hört sich aber teilweise anders an. Ja. Und die richtige Seite, ja. Du denkst auch nur, du wirst frei von diesem ganzen Frauenterror, ja? Wieso? Wieso denke ich das? Ja, dabei bist du auch total scharf auf dieses, was du da brauchst. Was ich brauche? Du weißt gar nicht, was ich brauche, mein Junge. Ich teile nur mein Bett sehr ungern, das ist das Problem. Ja gut, ich hab's auch seit Weihnachten, also seit ich das bestellt habe und alles und seitdem das hier angekommen ist, habe ich das, ich schnarche ja gar nicht, ich hab's testen lassen. Ich hab keine Aussetzer nachts, gar nichts, also mir geht's blendend. Ja, ich habe alle Tests hinter mir. Bin sauber wie
ein Saurier. Ja. Komm jetzt mit dem Helikopter weg und da kommen dann noch mehr. Dann kommen noch mehr. Da kommen Böse dann, da kommen dann Böse. Wir müssen aufs Wasser fliegen da. Schnell, schnell. Da kommen dann gleich die Bösen, da müssen wir aufpassen. Ach fuck. Yay! Sind da alle kaputt, die Bösen? Ja. Dann sind alle Bösen kaputt, dann können wir das jetzt abgeben. Ich bin schon groß. Ich bin zu groß. Das fand ich immer so geil, wie jemand hier aus diese zwei Tanks da deine Mutter gemacht hat. Also da hat er das Spiel deine Mutter genannt und diese zwei Tanks sehen ja auch aus wie zwei Riesen. Mamas? Euterdinger. Wovon genau redest du jetzt überhaupt? Von einem selbst erstellten Spiel. Ach da unten, von diesem... Was ist ein Tanks? Dieser. Okay. Was hat der daraus gemacht? Zwei Dinger da. Boah, deine Mutter hat das genannt. Ah, okay. Der weiß gar nicht, wie meine Mama aussieht. Ja, das ist einfach wegen den Möpsen genannt. Ach, alles gut. Wenn er sonst nichts zu tun hat, Alter, ich kann nicht mehr fliegen. Also ich bin Steuerung geflogen, die waren... Oh! Die waren tausendmal besser. Alter, ich krieg die Steuerung nicht mehr hin. Ich bin es einfach gewohnt mit BASD fliegen, mit der Maustaste ausrichten und einfach dann so, ja, ganz normal fliegen halt. Oh. Er kommt. Ja, nee, er kommt. Ah, warte mal. Hier ist wieder was bei. Oh ja. Yeah. Was? Das müssen wir. Nein! Nein! Ach, ernsthaft. Nach der Reihe, der macht nochmal hier immer nach der Reihe Leute auf. Ich hab falsch gedrückt. Dann mach offene Lobby und sag, wenn es aufgehabt ist. Wenn du drin bist, dann klicke ich auf den Namen beitreten. Ah, warte. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Warte mal, jetzt. Ja, ich komme nicht raus. Ich werde für immer hier drin festsitzen. Doch, jetzt geht's. Oh, ich hoffe nur, dass meine Bucky jetzt an die nächsten Tage abschwillt. Passt so aus. Die Backe, deine Arschbacke. Nee. Vom Sitz. Gar nicht wahr. Du weißt gar nicht, wie das ist. Bei Kuma steht er in der Hannelore. Alter, bei der Dämmerung ohne Licht fahren? Ja, hör mal, Frau, so geht das aber nicht hier. Ja, welche Mission war das jetzt, die wir denn machen wollten? Ein bisschen eine Reihe nach. Spielen. Meinst du die Radikalkur? War die das? Keine Ahnung, mach einfach auf. Gut. Oh, der feine Herr, der ist nicht immer so fein und so. Vielleicht wenigstens mal Zeit, mir Munition zu kaufen. Wegen dir kriege ich das ja sonst nie hin. Freundesliste. Ey, so viele Freunde habe ich, so viele. Wer ist denn Hannelore? Na, bei Arme. Dein Ernst jetzt? Okay. Los, jetzt komm dazu. Ob jetzt. Ey, ich brauch nicht mehr viel fliegen, dann bin ich da voll. Nice. Ich hab auch mal einen Link geschickt. Was schicken die da schon wieder? Gute Launenmusik.